Don't Need No Education, ein Lied von Pink Floyd aus dem Jahr 1979 und ein Lied, was in seiner fundamentalen Kritik sehr ähnlich ist zu der Kritik von Konstruktivismus oder konstruktivistischer Didaktik an einer bestimmten Praxis in Schule und Unterricht, einer Praxis, die sehr stark eben auf einer einseitigen Vermittlung von Inhalten beruht und die Lernenden selbst oftmals nicht genügend einbindet, aktiviert, zu Handlungen motiviert. Und ich möchte in dieser Lerneinheit aufzeigen, welche Implikationen diese Diskussion über Konstruktivismus in der Didaktik und in der Mediendidaktik für die Konzeption von Lernangeboten hat. John Dewey gehört zu den Begründern der philosophischen oder auch pädagogischen Position des Pragmatismus und gehört damit auch in einer Linie zu den Begründern des Konstruktivismus und der konstruktivistischen Pädagogik, so wie wir sie heute diskutieren. In seinem Buch Democracy and Education stellt er einen Zugang zur Pädagogik vor, der heute noch sehr aktuell ist und wo er sich ganz deutlich abhebt von einer Position von Unterricht, die eben nur auf darstellenden, vermittelnden Unterricht setzt. Er fordert die Aktivität, die Tätigkeit, das Handeln von Lernenden. Und in diesem kurzen Zitat kommt diese Position, glaube ich, ganz gut zum Ausdruck. Wenn wir heute über Konstruktivismus reden, dann ist das leider ein wenig eindeutiger Begriff. Ich habe hier geschrieben, es ist auch ein Vorteil damit verbunden, es ist eine große Interpretationsbreite möglich. Jeder ist irgendwie Konstruktivist. Sie merken, ich bin nicht sehr glücklich darüber, wie vage eigentlich in der Pädagogik und Didaktik der Begriff des Konstruktivismus genutzt wird. Und im Grunde müsste man zunächst einmal sehr systematisch unterscheiden, was ist denn eigentlich mit Konstruktivismus gemeint? Also ist hier gemeint ein wahrnehmungspsychologisches Prinzip. In der Wahrnehmungspsychologie ist ja das Konstruieren von Eindrücken und Verarbeiten von Inputs hin zu einem eben mentalen Konstrukt ein ganz selbstverständliches Prinzip. Konstruktivismus kann als Erkenntnistheorie betrachtet werden und thematisiert werden. Also die Frage, wie können wir überhaupt unsere Umgebung wahrnehmen, erkennen, was wäre Realität, welchen Zugang haben Menschen zu so etwas wie Realität, gibt es überhaupt Realität? Dann kann man sagen, Konstruktivismus ist irgendwie ein pädagogisch-didaktisches Modell. Ja, vielleicht ist es auch, so wird manchmal behauptet, ein Menschenbild, vielleicht ein Lebensstil. Also Sie ahnen, das ist sehr weitreichend und dann gibt es auch noch die Unterscheidung zwischen gemäßigtem, radikalen Konstruktivismus. Sie merken also, dieses Konstrukt ist selbst sozusagen fuzzy, vage. Interessant ist durchaus auch Interviews sich einmal anzuschauen von Vertretern des Konstruktivismus. Die finden Sie hier auch als Links und eben im Internet unter YouTube. Und insofern ist es, glaube ich, hilfreicher, wenn wir uns sehr konkret anschauen, was wird in diesem Zusammenhang in der Didaktik an entsprechenden Vorschlägen eingebracht. Was könnte man so als einen Kern von dem auffassen, was eine konstruktivistische Didaktik beinhaltet. Zunächst geht es also um die Frage, was meint Konstruktivismus in der Didaktik? Was wären Essentials, was wären zentrale Punkte, die sich herauskristallisiert haben, wenn wir über konstruktivistische Didaktik sprechen? Hier sind eine Reihe von Entwicklungen relevant, die mit computergestützten Systemen realisiert wurden und die über die Mediendidaktik hinaus auch in der pädagogischen Diskussion breiten Einfluss gewonnen haben. Eine bekannte Theorie hierbei ist Vygotskys Ansatz. Hier ist das Schlagwort die Zone der nächsten Entwicklung.
Die Untersuchungen von Bransford und anderen, das Lernen mit Ankern, situiertes Lernen ist hier das Schlagwort, Collins und Brown, kognitive Meisterlehre, im Englischen Cognitive Apprenticeship, und natürlich dann auch sehr bekannt die Untersuchungen und Überlegungen von Leif und Wenger zu Lerngemeinschaften, im Englischen Communities, Communities of Practice, Communities of Learning. Wir werden diese Theorien und die damit zusammenhängenden Untersuchungen und Systeme uns anschauen und auch weiterführende Anwendungen dazu diskutieren. Ja, was könnte man als Essentials des Konstruktivismus in der Didaktik beschreiben? Was sind so Punkte, die sich in den letzten Jahren herauskristallisiert haben als zentrale Punkte, wo eine große Übereinstimmung in der wissenschaftlichen Diskussion beobachtet werden kann? Ja, da ist zunächst mal der ganz zentrale Punkt. Wissen kann nicht vermittelt werden, sondern jedes Lernen ist im Grunde eine Konstruktion, eine Rekonstruktion von Wissen, das in einem bestimmten soziokulturellen Raum vorliegt, aber was eben nicht sozusagen übernommen wird von dem Lernenden im Vorgang der Aneignung oder der eben Vermittlung, sondern das ist immer eine eben Rekonstruktionsleistung des Einzelnen, ja, aber nicht eben eines Einzelnen, der irgendwo anonym oder einsam irgendwo steht und sich auseinandersetzt mit Inhalten, sondern dieses Lernen ist eben immer eingebettet in einen solchen gesellschaftlichen, zeitlichen, kulturellen Raum. Und ich will 6 Punkte hier kurz benennen, die dabei wichtig sind oder die diesen Prozess dabei besonders unterstützen. Erster Punkt, multiple Kontexte und Perspektiven. Es ist wichtig, dass wir den Lernenden eben nicht nur eine Sicht vorstellen, sondern dass wir unterschiedliche Betrachtungen, unterschiedliche Zusammenhänge aufzeigen. Spiro hat hier eine ganze Theorie zu formuliert, die Cognitive Flexibility Theory, die fordert, dass eben eine bestimmte, ja, Theorie, ein bestimmtes Modell, ein bestimmter Lerninhalt nicht nur einfach aus einer Sicht dargestellt wird, sondern dass die Aneignung besonders dann gut gelingt, wenn er eben aus ganz unterschiedlichen Perspektiven sichtbar gemacht wird. Also beispielsweise, indem ein etwa ökonomisches Problem oder Phänomen nicht nur abstrakt präsentiert wird, sondern unterschiedliche Sichten, vielleicht von Arbeitnehmern, Arbeitgebern, Betroffenen dieser Gruppen vorgestellt wird und erläutert wird. Der zweite Punkt wäre die Forderung nach situierten Anwendungskontexten. Eine sehr weitreichende Forderung, die von sehr vielen konstruktivistischen Ansätzen gefordert wird, nämlich die schlichte Überlegung, damit der Lerntransfer gelingt, damit die Anwendbarkeit des Wissens in irgendeiner Weise sichergestellt ist, müssen wir das Lernen bereits in eine Situation einbinden, zum Beispiel indem wir Anker präsentieren. Werde ich gleich zu kommen. Wir müssen in irgendeiner Weise situative Hinweisreize bieten. In dem bereits genannten Beispiel würde das heißen, ich kann nicht einfach nur ein bestimmtes ökonomisches Phänomen abstrakt schildern, sondern es ist wichtig, dazu bestimmte Anker, Situationen, Hinweise, in welcher Form auch immer, einbringen, um eben das Lernen zu unterstützen. Die dritte Überlegung ist, Ich sollte möglichst auch eine Authentizität herstellen. Ich sollte das Ganze nicht dann nur an irgendwelchen beliebigen Ankern, Beispielen oder sonst wie präsentieren, sondern ich soll einbringen möglichst, ja, authentische Zusammenhänge und auch eine Konfrontation mit komplexen Problemen unterstützen. Also das, was wir oft in der Schule vielleicht kennengelernt haben als Textaufgaben, das sind sehr reduzierte Aufgaben.
Hier wäre die Überlegung, es ist wichtig, eben ja komplexe Problemstellungen von Anfang bis Ende durcharbeiten zu lassen und nicht eben zu sehr didaktisch zu reduzieren. Der vierte Punkt ist die Überlegung, das Lernen sollte möglichst in einen kooperativen, kollaborativen Zusammenhang eingebunden werden. Also Lernen wird dadurch unterstützt, diese konstruktive Aneignung von Lerninhalten wird dadurch unterstützt, dass Menschen zusammenarbeiten, dass sie sich austauschen, dass sie zusammen ein Ergebnis produzieren müssen. Und nun ja, hier bieten natürlich computergestützte Lernumgebungen durchaus interessante Möglichkeiten, solche gemeinsamen Lernaktivitäten zu unterstützen. Fünftens, der Konstruktivismus fordert aktives Handeln durch Artikulation und Reflexion. Es ist also wichtig, dass die Menschen angeregt werden und angeleitet werden, ja, sich zu äußern, Dinge eben zu produzieren, an Artefakten zu arbeiten und gleichzeitig diesen Prozess des Arbeitens und Erstellens von Artefakten, von Dokumenten oder was auch immer, den gilt es gleichzeitig zu reflektieren, also etwa in Weblogs, darzustellen, ja, wie bin ich vorgegangen? Was habe ich für Erfahrungen gemacht? Was ist gut gelaufen? Was könnte ich besser machen? Und der letzte Punkt hier, angestrebt wird, dass der Lernprozess gesteuert wird durch die Lernenden selbst und dass die Lehrenden Unterstützung bieten, sehr wohl, aber eben sehr differenziert und hier auch an die Lehrenden die Forderung gestellt wird, sehr differenziert zu überlegen, in welchem Ausmaß die Unterstützung notwendig ist. Ist hilfreich der Gedanke und das Modell des Scaffolding, das heißt also auf Deutsch einrüsten. Das ist ein Ansatz, der davon ausgeht, dass Lehrende am Anfang, wenn die Lernenden eine bestimmte Kompetenz noch nicht erreicht haben, starke Unterstützung liefern sollen, aber eben, ja, wie Sie hier sehen mit dem Schlagwort Fading, sich doch Schritt für Schritt zurückziehen sollten aus der Unterstützung und Betreuung, aus dem Lehrenden, dem Vermittelnden und ganz bewusst und gezielt den Unterrichtsprozess so gestalten sollen, dass die Unterstützung immer stärker zurückweicht und der Lernprozess zunehmend von den Lernenden selbst in die Hand genommen werden kann. Das wären also sechs Punkte, die in verschiedenen Zusammenfassungen man finden kann, immer wieder finden kann und die so zentrale Punkte einer konstruktivistischen Position zur Gestaltung von Lernarrangements genannt werden können. Es wäre mir wichtig, dass Sie diese Punkte tatsächlich dieser Position zuordnen können und dass Sie auch sowohl die theoretischen Überlegungen dazu kennen, aber auch Beispiele für die Anwendung benennen können. Und ich will dazu ein wenig auch noch an Beispielen Ihnen vorstellen. Hier übrigens auch ein Literaturhinweis, wo Sie Erläuterungen und diese Punkte auch noch genauer finden. Kommen wir zu Lev Vygotsky, einem, wie Sie sehen, durchaus schon älteren Ansatz, der nicht unbedingt mit dem computergestützten Lernen primär in Verbindung gebracht werden kann. Aber Lev Vygotsky ist doch ein ganz wichtiger Theoretiker, der in der Diskussion, in der aktuellen Diskussion auch um die Gestaltung von Lernarrangements sehr oft zitiert wird und eine gewisse Prominenz hat. Der Gedanke ist, Unterricht sollte sich an der Zone der nächsten Entwicklung orientieren, Zone of Proximal Development, ZPD, abgekürzt. Ja, ein Wortungetüm, was sich nicht sofort und spontan vielleicht erschließt, aber eigentlich eine ganz einfache Idee. Unterricht soll eben da ansetzen,
wo die eine Lücke existiert zwischen dem, was der Lernende bereits kann und was er eben unter Anlernung als nächstes lernen kann. Also ja, ich soll nicht einfach irgendein Lernziel, ein Lehrziel benennen und dieses vermitteln, sondern ich soll ein Gespür dafür entwickeln, wie diese Zone aussieht, was ist das, was für die Lernenden eben als nächstes anliegt. Und da ist dann ein bestimmtes Modell relevant, was hier in der Berücksichtigung dieses Modells in den USA in den letzten Jahrzehnten sehr starke Bedeutung gewonnen hat. Nämlich der Gedanke, Lehren ist so ein, oder ein ideales Lehren orientiert sich an dem Bild des Scaffolding, also eines, ja, Gerüstbauens. Danach wäre es wichtig, dass die Lehrperson zunächst das Zielverhalten oder die Zielkompetenz eben vorstellt, modelliert, beschreibt, aber eben auch gerade vormacht, dann anleitet und sich eben im Fading immer mehr zurücknimmt. Lev Vygotsky hat diese Lernprozesse auch theoretisch sehr differenziert beschrieben und untermauert. Er hat beschrieben, wie eben sich in der Sprachentwicklung diese Interiorisierung vollzieht von Wissen, wie durch Rollenspiel etwa Normen angeeignet werden und welche Bedeutung soziale Interaktion hat, um Kultur anzueignen. Wichtig ist, wir verbinden mit Vygotsky diesen Begriff der ZPD, Zone of Proximal Development im Englischen, wir können es sagen im Deutschen Zone der nächsten Entwicklung, und der Begriff des Scaffolding. Sie sehen hier das Bild des Kindes, was Fahrradfahren lernt. Ich denke, das macht jeder Erwachsene intuitiv, dass man versucht abzuchecken, wie gut sitzt das Kind auf dem Fahrrad, wie viel Hilfe muss ich liefern. Am Anfang muss ich das Kind ganz festhalten und dann kann ich es vorsichtig loslassen und irgendwann fährt es alleine. Das ist genau die Idee des Gerüstbauens, des Scaffoldings. Über diese Stufe des Modeling, Tutoring und Fading wird der Lernprozess unterstützt und wir müssen eben richtig das dosieren, wie viel an Tutoring wird denn benötigt, aber wir müssen uns eben halt auch sehr frühzeitig überlegen, ja, wie viel Tutoring ist notwendig und wann kann ich mich auch zurückziehen aus diesem Unterstützungsprozess. Ein aktuelles Beispiel von Bransford und anderen, in dem diese konstruktivistischen Überlegungen, die, ja, wie Sie vielleicht bei Vygotsky eben gesehen haben, durchaus eine sehr lange Tradition haben, wie man die nun versucht hat, etwa bei computergestützten oder mediengestützten Lernanwendungen einzulösen. Bekannt ist hier diese Untersuchung von Bransford und anderen. Bei denen haben sie Schülern des 5. und 6. Schuljahrs mit Leistungsschwäche in Mathematik einen Film gezeigt, also ein Intro oder die ersten Minuten von einem Indiana Jones Film. Und die Aufgabe an die Schüler bestand darin, sich vorzustellen, wie sie selbst im Dschungel, ja, vorgehen würden, wie sie Hindernisse überwinden würden, wie sie mit Problemen umgehen würden. Und mit diesen Aufgaben, so der Ansatz hier, wurden gleichzeitig auch bestimmte mathematische Herausforderungen bearbeitet. Ja, das Beispiel hier, die Breite einer Schlucht zu berechnen. Und das Interessante ist, dass die Untersuchung aufzeigt, wie gut die Lernenden mit einem solchen, ja, geankerten, situierten Lernen arbeiten können, lernen können. Die Untersuchung ist sehr oft zitiert worden und sehr bekannt geworden. Wenn man die sich mal genauer anschaut, sieht man, dass da eigentlich methodisch durchaus gewisse Fragen offen bleiben. Also da findet gar keine richtige statistische Auswertung statt und ähnliches.
Aber die Untersuchung ist sehr bekannt geworden. Es ist übrigens auch gar keine computergestützte Anwendung. Es wurde ehrlich gesagt schlicht und einfach 10 Minuten von eben diesem Film gezeigt und dann, ja, dann wurden die Lernenden eben angeleitet, diese Aufgaben anhand dieses Ankers zu bearbeiten. Übrigens eine auch recht komfortable Situation, also eine 1:1-Betreuung. Das heißt also, für einen Schüler existierte genau ein Lehrer. Nicht unbedingt vergleichbar mit unserer typischen Unterrichtssituation. Aber Sie sehen, interessant ist, dass diese Untersuchung eben einen derartigen Einfluss hat und bis heute sehr bekannt geblieben ist unter dem Schlagwort Anchored Instruction, Lernen mit Ankern, ein Ansatz des situierten Lernens, der eben versucht, das Lernen einzubetten und ja, anzudocken an bestimmte interessante Situationen und eben derartige Video-Anchors. Eine weitere Untersuchung, die in diesem Zusammenhang, in dem Zusammenhang der Diskussion über Konstruktivismus sehr wichtig geworden ist, das sind die Untersuchungen von Collins und Brown zur kognitiven Meisterlehre und zu Communities. Cognitive Apprenticeship heißt der englische Ausdruck dabei. Ja, im Grunde auch eigentlich zunächst mal gar nichts Spektakuläres, nämlich die schlichte Überlegung, wie findet denn Ausbildung statt? Wie lernen denn eigentlich Lehrlinge? Wie lernen Lehrlinge durch die Beobachtung ihres Meisters? Und man hat dies als Vorbild genommen, um also dieses handwerkliche Lernen, um das nachzubauen bei kognitiven Prozessen. Wie funktioniert das? Nun, zunächst beobachtet der Novize den Experten bei der Lösung von Aufgaben. Diese Lernprobleme sind komplex und realistisch. Also zum Beispiel, wir bauen heute mal ein Haus, nicht? Es ist wie auf dem Bild zu sehen. Das ist ein komplexes und realistisches Lernproblem für den Novizen, für den Lehrling. Der Meister kommentiert seine Handlungsschritte üblicherweise, also denkt laut nach, ja, wie gehen wir heute mal vor, wie weit sind wir gekommen, ja, das klappt ja schon mal ganz gut. Und dieses prägt den Lehrling sehr stark. Und durch dieses Mittun, durch dieses Partizipieren am Alltag dieses Experten, ja, wächst der Lehrling im Grunde genommen automatisch hinein, ohne dass unbedingt furchtbar viel an Instruktion und Ausbildung im expliziten Sinn notwendig erscheint. Und diesen Gedanken haben auch Leef und Wenger verfolgt in ihrer Untersuchungen über Communities of Practice. Da haben sie zum Beispiel eine Schneiderwerkstatt ja, in Afrika untersucht. Und sie sagen, Lernen ist im Grunde genommen, ja, kann beschrieben werden als Teilhabe an sozialer Praxis. Sie sehen hier also einen starken Trend hin, Lernen eben nicht mehr anzuschauen, nur in unterrichtlichen Zusammenhängen, sondern in Zusammenhängen, ja, außer halb der Schule, also wie zum Beispiel in einer Schneiderwerkstatt. Ja, wie wird denn da eigentlich gelernt? Und das ist ein Thema, was heute auch die didaktische Diskussion sehr stark beeinflusst, nämlich wie können wir diese Überlegungen zu Community Building, zu Lerngemeinschaften, in denen Lernende auch untereinander lernen oder auch eben durch ihr Handeln partizipieren können an dem Wissen von anderen Experten, wie können wir das nutzen und gestalten? Und natürlich, wie können wir das Internet nutzen, um Lernende heranzuführen an den riesigen Pool an Wissen, den andere Experten oder andere Lernende dort auch schon ja, objektiviert haben, also niedergeschrieben haben. Und das ist natürlich ein interessanter Ansatzpunkt auch für die Mediendidaktik. Wie kann
ein Medium gestaltet werden, das diese, ja, dass diese Ansätze der kognitiven Meisterlehre, der Lerngemeinschaften konsequent nutzt, aufgreift und eben durch Nutzung von didaktischen Medien tatsächlich auch in eine neue Stufe bringt. Eine weitere Frage ist, wie können solche Umgebungen wie Second Life für konstruktivistische Lernprinzipien herangezogen werden? Second Life, eine virtuelle Realität, eine virtuelle Umwelt. Ja, ist dies eine Umwelt, in der authentische Lernerfahrungen gemacht werden können? Bringt sie uns näher an die Überlegungen und Forderungen des Konstruktivismus? Wir sehen heute sehr unterschiedliche Beispiele und Anwendungen. Wir können sehen, dass in solchen virtuellen Umgebungen die Menschen tatsächlich sehr intensiv, sehr nahe lernen können, an sehr realen Fällen, wie zum Beispiel ein Arzt, der einen neurochirurgischen Eingriff mit solchen Medien üben kann. Das ist ein hoher Grad von Immersion und das ist etwa im Sinne der konstruktivistischen Diskussion natürlich auch ein hohes Maß an Authentizität, was hier hergestellt werden kann und was ganz anders ist als das traditionelle darstellende Lernen, Lehren, was letztlich ja, was letztlich sehr kognitiv und unanschaulich bleibt. Hier bezieht diese virtuelle Realität den Menschen sehr stark in seinen Bann. Er wird auch emotional sehr stark angesprochen und gefordert durch diese neuen Interaktivitätstechnologien, wo man ja navigieren muss in diesen dreidimensionalen Räumen. Welcome to Second Life. This short video will provide examples of science learning opportunities in Second Life. At Zazen Mambi Science School, we see interactive, real-time data visualization, compiling real-time weather data with the geographic display. The publishers of the well-known science journal Nature have created Second Nature. Here we see interaction with cholesterol molecules, touching a molecule which is then enlarged for closer viewing. Max Chatwar's Genome Island is a rich resource of educational information on genetics, the history of genetics, and genomics. You can even enter a giant cell and interact with the intracellular structures. You have to find the exocytic vesicle to exit the cell. At the ARC Research Center, Ollie Kubrick is creating anatomical models with the new Second Life Sculpti PRIMS. These models are available in a variety of size scales, from life size to across hundreds of yards. You can even animate small portions of it and have a combination of working with 3D spaces and movement through time with animated body parts, such as this beating heart. ISTE, the International Society for Technology and Education, here illustrates the use of traditional learning environments and distance learning in Second Life. What you see here is a real-time conference with participation and engagement from different persons around the globe, Michigan to Eugene, Oregon to Wollongong, Australia, all in the same room at the same time, having conversations on topics of common interest. The tower section of Max Chatwar's Genome Island is a must-see for science learning environments, particularly experiential learning environments in Second Life. Here, students can interact with replicas of classic genetic experiments, repeat them, gather the data, pick up instructions, take a quiz, edit the quiz, and turn it in to the faculty member, then move on to the next level of content provided. A truly interactive connection with the content.
The New Media Consortium has sponsored Research Park, where you see the potential for creating clinical simulation modules in a Second Life clinic space. You could make standardized patients, have clinic interactions, demonstrate clinical layout, and set up tutorials. Notice the use of humor and the potential for treasure hunts in the clinic space to encourage engagement with content. We hope this tour has helped you see potential for science learning and research in Second Life. And here we bid you farewell. Ein weiteres Beispiel für solche Umgebungen, ein Simulator für das Erlernen der Autobedienung, bekannt ja schon lange Zeit auch aus Flugsimulatoren. Und hier ist eben natürlich die Überlegung, ja, können wir nicht so mit solchen Simulatoren den Lernprozess ganz wesentlich unterstützen? Können wir damit nicht eben sehr viel mehr noch den Menschen Realität nahe bringen? In den letzten 10 bis 20 Jahren sind diese Überlegungen aus diesen Modellen und Theorien des Konstruktivismus in der Didaktik recht intensiv diskutiert und untersucht worden. Man kann heute folgende Überlegungen und Schlussfolgerungen ziehen. Lernumgebungen, die sich an diesen Ansätzen orientieren, eröffnen eine sehr hohe kognitive Komplexität. Wir können sehr komplexe Fragestellungen in solchen Umgebungen einbinden. Wir können die Menschen auch sehr stark motivational damit ansprechen. Sie sind geeignet für eben komplexe, ja auch eher schwierig strukturierbare Kompetenzen. Wenn es um einfaches Faktenwissen geht, um einfach, also eher algorithmisch abbildbare Prozeduren, sind diese komplexen Szenarien nicht unbedingt zielführend. Sie sind günstig bei im Grunde eher Fortgeschrittenen mit Vorkenntnissen und hoher Motivation. Immer wieder zeigt sich, dass Einsteiger, Anfänger mit solchen komplexen Anforderungen, mit problembasierten, projektorientierten, fallbasierten Anwendungen doch ihre Schwierigkeiten haben. Ein wichtiger Punkt, der sehr deutlich wird in der Praxis, ist, solche konstruktivistischen Ansätze mit ihren eigenen Möglichkeiten, auch mit ihren eigenen spezifischen Lernergebnissen, die damit verbunden sind, sie müssen passen zur Lernkultur, sie müssen passen zum Prüfungswesen, zu der Art, wie in der Organisation, in der Schule insgesamt mit Lernen und Bildung umgegangen wird. Ich kann also nicht ein sehr traditionelles Prüfungswesen haben, auf der einen Seite, in der ja einfach nur Wissen abgefragt wird und gleichzeitig ein hochgradig komplexes, konstruktivistisches Lernangebot planen und einführen wollen. Das wird nicht funktionieren. Das ist nicht miteinander kompatibel. Die Lernenden werden das sofort spüren und werden das sehr skeptisch betrachten. Sie werden letztlich fragen, was brauche ich für die Prüfung? Und das passt da nicht zusammen. Man hat es zum Beispiel in der Medizin erkannt, wo man sehr wohl sich in den letzten 10, 20 Jahren überlegt hat, wie können wir die Curricula auf solche Überlegungen hin ausrichten. Man hat dann aber eben auch gesehen, wir müssen auch das Prüfungswesen entsprechend anpassen. Nur wenn das miteinander harmoniert, macht das Ganze Sinn. Ja, und das letzte Thema ist natürlich der Entwicklungsaufwand. Es ist deutlich einfacher, einen klassischen darstellenden Unterricht aufzuziehen. Sie sehen die Beispiele, die in diesem Zusammenhang entwickelt worden sind. Das sind alles immer wieder Beispiele, die doch sich in der Entwicklung, aber auch in der Durchführung als aufwendig erweisen können. Und da ist natürlich auch das Internet wieder interessant, weil das Internet die Möglichkeit bietet, mediengestützte Materialien zu verteilen, abrufbar zu machen, in Datenbanken für Lehrpersonen zur Verfügung zu stellen.
weil Medien, die halt an einem Ort entwickelt worden sind, durchaus, also auch gerade solche komplexe mediengestützte Arrangements, durchaus an anderen Orten auch interessant sein können. Schauen wir uns einmal diese Übersicht an, in der drei theoretische Ansätze des Lernens gegenübergestellt werden. Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus. Es ist nicht immer ganz einfach, diese Positionen exakt zu benennen und zu beschreiben, und insofern ist diese Übersicht eine deutliche Reduktion der damit verbundenen Komplexität. Aber ich glaube, aus didaktischen Zwecken ist diese Tabelle von Baumgartner und Payer entnommen oder leicht modifiziert übernommen, glaube ich, ganz hilfreich. Schauen wir uns zunächst den Behaviorismus an. Hier ist die leitende Idee, wie das Gehirn organisiert ist. Ja, das Gehirn ist ein Behälter. Also ich tue etwas in diesen Behälter rein beim Lernen und dort wird das Wissen gespeichert und dann kann ich das eben wieder rausholen aus diesem Behälter. Denken Sie an die Idee von Skinner als Black Box. Er hat programmatisch die theoretischen Überlegungen ausgeschlossen, also theoretische Überlegungen über diesen Behälter, über diese Blackbox, über Gedächtnis. Ihn interessierte eben diese Input-Output-Relation. Ja? Ich kann eine Frage stellen und kann die beantworten. Ich habe einen Input, ich habe einen Output. Ja? Lernziel wäre dann hier auch, die Person, der Lernende, die Studierenden können richtige Antworten geben. Das ist hierbei im Grunde genommen das Lernziel, was letztlich auch erreicht werden soll. Das Paradigma, ja, Stimulus-Response, und die Strategie, die damit verbunden ist, ja, bedeutet eben, ich vermittle den Lehrinhalt an den Lernenden. Die Lehrperson ist ja Autorität, also sagt an, was zu lernen ist, weiß, was zu lernen ist, ist die fachliche Autorität und das Feedback ist vorgegeben. Das ergibt sich recht logisch aus eben halt der Frage, ob eben das Wissen richtig gespeichert ist, richtig wiedergegeben werden kann. Im Kognitivismus wandelt sich die Vorstellung über das Gehirn, über das Lernen. Ja, hier wird der Lernende betrachtet wie ein informationsverarbeitendes Gerät. Also die Begrifflichkeit, und das ist wirklich auch ausgesprochen interessant, im Kognitivismus ist sehr stark orientiert an der Idee des Computers, an der Idee des Menschen, des menschlichen Gehirns, das arbeitet wie ein Computer. Also ja, die Begriffe lauten Arbeitsspeicher, Langzeitspeicher, also ja, so als würden wir RAM-Bausteine im Kopf mit uns rumtragen, als hätten wir irgendwo eine Festplatte eingebaut und ähnliches. Also diese Metapher ist dabei sehr prägend. Und entsprechend ist der Gedanke, dass Wissen beim Lernen verarbeitet wird, dass eben dafür notwendig ist, dass der richtige, der adäquate interne Verarbeitungsprozess stattfindet. Und ja, das Lernziel, also woran merke ich, dass Lernen stattfindet? Ich merke es halt darin, dass die Person sozusagen den richtigen Zugriff auf seinen Speicher findet und eben richtig das abrufen kann aus seinen Speichern, das also wiederfinden kann, ein Retrieval sozusagen machen muss. Das Paradigma, was hier im Vordergrund steht, das ist das der Problemlösung, also ist schon ein wenig mehr Komplexität als beim einfachen Stimulus-Response-Ansatz. Es geht darum, Lernende zu konfrontieren mit Problemen, ja, ruhig auch komplexerer Natur. Und die Lernenden sollen dann aus ihrem Wissensspeicher abrufen die notwendigen Informations- und Wissensbestände und die dann anwenden und einbringen auf diese Problemlösung. Die Strategie, die wir bei der, aus der Didaktik damit verbinden, das wäre: Wir beobachten den Lernenden und wir helfen dann mit der sozusagen Instruktionsstrategie, die
sich angepasst, die anzupassen ist an die Defizite des Lernenden. Also so wie intelligente tutorielle Systeme, die genau schauen, wo ist ein Defizit beim Lerner, was für ein Fehlertyp liegt vor und dann ihr Lernangebot eben daraufhin anpassen. Lehrperson wäre ein Tutor, der dabei unterstützt und das Feedback ist eben extern modelliert, steht hier. Also es ist, wird extern vorgegeben und von dem Tutor dann in die Situation bei der Problemlösung eingebracht. Beim Konstruktivismus liegt eine ja doch grundlegend andere Vorstellung von Gehirn, von Gedächtnis, von Lernen und Wissen im Grunde vor. Betrachtet das Gehirn als ein informationell geschlossenes System, im Grunde erzeugt der Lernende seine Wirklichkeit selbst. Das ist die zentrale Vorstellung des Konstruktivismus. Wirklichkeit und Wissen ist nicht etwas, was übernommen wird, was verarbeitet wird, sondern jegliche Form von Wahrnehmung ist eigentlich eine Erzeugung, findet in mir statt. Nun ja, sie wird natürlich durch Reize auch beeinflusst und auch getriggert sozusagen. Aber letztlich ist Wissen eben immer eine Konstruktion des Lernenden, eine Rekonstruktion in einem sozial-kulturellen Raum. Also nicht jetzt abgelöst von Zeit und Raum, aber eben im Vordergrund steht diese konstruktive Leistung der Person. Es geht im Konstruktivismus damit also um wesentlich weiterreichende Lernziele. Es reicht dem Konstruktivismus nicht das Wiedergeben können von zuvor gelernten Inhalten oder auch die Bewältigung eines definierten Problems. Letztlich zielen konstruktivistische Überlegungen auf die Bewältigung von lebensweltlichen Anforderungen, von Situationen, die sich für den Menschen in seinem Kontext eben ergeben. Und wie wir hier sehen, komplexe Situationen zu bewältigen, das ist damit letztlich gemeint. Das Paradigma ist klar, es geht darum, die Lernenden zu konstruktiven Aktivitäten anzuleiten. Und die Strategie ist dabei, mit Lernenden zusammenzuarbeiten, sie zu unterstützen, als Coach, als Begleiter tätig zu werden. Das Feedback wird letztlich von den Lernenden selbst auch intern modelliert. Die Lernenden müssen sich prüfen, müssen schauen, wie weit bin ich gekommen. Sie müssen auch dabei durchaus Tests machen und auch sich mit anderen vergleichen. Aber wichtig ist eben halt, dass die Lernenden auch eben dieses Feedback, diese Statusprüfung im Grunde erzeugen. Ja, das sind die drei Positionen, die in der Mediendidaktik immer wieder diskutiert werden. Und mir wäre es wichtig, dass Sie diese drei Positionen in Ihren grundlegenden Aussagen kennen und wiedergeben können und auch die Implikationen für die Konzeption von mediengestützten Lernarrangements aufzeigen können. Beziehen wir diese Überlegungen einmal auf die Planung von Lernarrangements, dann gibt es eine ganze Reihe von Aspekten, die wir dabei berücksichtigen können. Das erste ist, der Konstruktivismus fordert ganz klar die Aktivität der Lernenden, erfordert sehr stark die Gestaltung des Lernarrangements in Richtung auf Lernaufgaben, Problemstellungen, Fälle, Projekte, die die Lernenden alleine oder gemeinsam bearbeiten sollen. Im mediengestützten Arrangements haben wir die Möglichkeit, die Lernzeit zu steuern. Dies geschieht durch die Taktung, also indem wir bestimmte Aufgaben und Aktivitäten in bestimmten Reihenfolgen oder zeitlichen Abständen Takten organisieren und hier ist eben zu überlegen, wie viel Taktung und Steuerung durch das System, durch das Medium, durch den Anbieter ist notwendig oder hilfreich oder was können wir im Sinne von
Scaffolding auch zurückhaltender machen? Wo ist die Selbstorganisation der Lernenden hier vielleicht schon gegeben? Ein starker Fokus liegt in kooperativen Lernaktivitäten. Denken Sie an das Schlagwort Communities. Hier ist es wichtig, sich zu überlegen, wie kann die Binnenorganisation der Gruppe unterstützt werden. Die Idee, dass so die Lernenden einfach so irgendwie etwas tun und austauschen, das ist sicherlich zu kurz gegriffen. Hier ist zu überlegen, wie können wir die Gruppenprozesse und die Bildung von Strukturen innerhalb der Gruppe unterstützen. Und letztlich eben die Frage, welche Werkzeuge können diese konstruktiven Prozesse, diese kooperativen Prozesse unterstützen. Wir haben auf der einen Seite generische Werkzeuge, die hier zum Einsatz kommen können für Gruppenarbeit. Wir haben Kommunikationswerkzeuge für die synchrone und asynchrone Kommunikation. Es gibt da verschiedene Symbol- und Notationssysteme, mit denen die Arbeit der Lernenden vorstrukturiert werden kann. Und wir haben auch unterschiedliche Grade der Immersion kennengelernt, also beispielsweise in diesen virtuellen Welten. Sie sehen, hier ergeben sich eine ganze Reihe von Fragen für die Gestaltung und Konzeption solcher Lernarrangements. Der Konstruktivismus fordert eben eine solche starke Handlungsorientierung, Unterstützung von Lernaktivitäten individuell oder kooperativ mit unterschiedlichem Ausmaß an Unterstützung.